Konnichiwa, Minasan, und willkommen zu Tokio, hey! Yay, auch nach Tokio. Wenn ich nach Tokio möchte, muss ich ja erstmal nach Tokio reinkommen, beziehungsweise Japan, das heißt, ich muss durch den Zoll kommen. Und da gibt es einiges zu beachten. Heute primär Impfen und Reiseapotheke, Medikamente, hip hip. Hooray! Was brauche ich alles und darf ich das überhaupt haben? Oh Gott, darf sie das nicht? Wir werden das feststellen. Ich werde einige Seiten verlinken, einige jetzt mehr rein, generell mit Einfuhrbestimmungen, von wegen, darf ich Schweinefleisch oder Rindfleisch mit reinbringen? Oder nein, darfst du nicht. Wie sieht es mit Tee aus und hast du nicht gesehen? Da ist einmal die Botschaft von Japan in Deutschland ein heißer Tipp. Ansonsten beschäftigen wir uns dann auch so ein bisschen mit dem Ministry of Health, Labor and Welfare. Auch die Seite werde ich immer unten verlinken, weil die immer speziell auf Englisch wohlgemerkt sagt, wie es denn aussieht, Medikamente mit ins Land zu schmuggeln. Nicht schmuggeln, sondern mitzunehmen. Generell gilt, Blogs sind schön zum Informieren, hilft nicht. Offizielle Seiten ist okay, also Auswärtiges Amt ja, Botschaften ja, dort anrufen ist auch eine Option. Oder aber du gehst zu deinem Arzt und fragst den. Natürlich könnte man auch nochmal eine Apotheke nachfragen, wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob die wirklich alles auf dem Schirm haben. Aber dein Hausarzt, der dich kennt, der sollte da einigermaßen fresh sein und dir sagen können, ja hier, ich weiß nicht, welche Medikamente du nimmst und ich kann mich zumindest informieren, ob das okay ist oder nicht. In einigen Fällen brauchst du auch nochmal ein Attest auf Englisch oder aber, ich nenne es mal so eine Art Importbescheinigung, die man Yakan Shomei bezeichnet. Dieses Ding brauchst du aber halt nur, wenn du Medikamente über einen höheren Anwendungszeitraum hinaus importierst. Das heißt, wenn ich jetzt rezeptfreie Medikamente habe, da wird gesagt, wenn man da über 2 Monate, also über eine Anwendungszeit von 2 Monaten etwas einführt, dann bräuchte ich dieses Nachweisdokument. Und bei Rezeptpflichtigen ist es sogar so, wenn alles über 1 Monat geht, brauche ich dieses Dokument. Deswegen ist auch wieder mal gut, wenn man im Vorfeld sich bucht und informiert, dass man weiß, okay, ich habe genug Zeit, um das zu beantragen und auch übersetzen zu lassen und zu bekommen, dass ich dann halt eben da hinten gut abgesichert werden muss. Impfen muss man sich nicht. Es gibt keine Impfvorschrift. Gibt es nicht. Es wird natürlich empfohlen, diese Standardimpfungen wie Pneumokokken, Diphtherie, Tetanus, Mumps und so ein Gedöns zu haben. Kann man auch nochmal beim Robert-Koch-Institut für Kinder und Erwachsene mal genau nachlesen oder bei der World Health Organization oder eben hier auf dem Auswärtigen Amt. Da ist es nochmal ein bisschen dokumentiert. Es wird empfohlen, besonderen die Händehygiene zu fördern, weil es in Japan eine Hand-, Fuß- und Mundkrankheit gibt, HFMD. Die wird halt über Tröpfcheninfektionen weitergeleitet. Darüber hinaus sollte man sich auch mit der japanischen Enzephalitis beschäftigen. Die wird nämlich eine Virusinfektion über Mücken übertragen und da sollte man entweder Mückenspray dabei haben, beziehungsweise Moskitos, ne? Und ja, am besten vorher dagegen geimpft sein, damit es gut geht. Aber so gibt es jetzt irgendwie keine krassen Krankheiten. Mundmasken sind jetzt auch nicht irgendwie ein Zeichen dafür, dass die Leute todeskrank sind. Das finde ich ganz süß, hat mich meine Mutter mal gefragt, weil sie ein bisschen Google Maps gemacht haben. Warum habt ihr denn alle Masken vor dem Mund? Hat unterschiedliche Gründe. Bei den jungen Menschen, vor allem wenn das so irgendwelche bunten Masken sind, ist es mehr so ein Fashion-Ding, aber überwiegend ist es einfach so, damit du nicht angesteckt wirst und auch andere nicht anstecken. Also so im Prinzip so ein Ding auch der Höflichkeit. Ne? Wenn ich hier so ein bisschen hüßle oder ein bisschen niese, da hinten würde ich eine Maske tragen. Hier würde ich mir einfach in die in den Ellbogen quasi hier rein niesen oder husten, damit ich niemand anderen anstecke. Vor dem Hand ist immer so ein Ding, mit der Hand mache ich viel. Da sollte man sich vielleicht nochmal Desinfektionsmittel mitnehmen oder Seife, das hilft ja auch, ne? Zur Reiseapotheke, da habe ich jetzt einige Sachen mitgenommen. Ich habe mich auch informiert bezüglich meines rezeptpflichtigen Medikaments. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und muss L-Tyroxin mitnehmen. Deswegen habe ich hier L-Tyrox. Habe beim Arzt nachgefragt, brauche ich da irgendetwas? Brauche ich ein
Attest dafür. Wenn ja, dann sollte ich mir das auch noch übersetzen lassen, weil Deutsch geht nicht. Englisch oder Japanisch im besten Fall wäre das schon besser. Ich werde es so machen, dass ich die Packung mitnehme, aber die restlichen Tabletten rausnehme und nur ein so ein großes, weil das hier reicht für den ganzen Monat. Ja, wenn ich die anderen beiden mitschleppen würde, dann bräuchte ich nämlich dieses besondere Ding, diese komische Yakanshomai. Das habe ich mir jetzt nicht besorgt, weil ich bin da nur 8-9 Tage. Ja, das kann ich mal quasi durchschneiden. Ich brauche dann nicht so viele Tabletten. Die Packung nehme ich einfach mit, damit man auch wirklich das nochmal identifizieren kann. Es handelt sich um Medikamente und nicht um irgendwelche Pillchen, die ich mir von irgendeinem lustigen Menschen gekauft habe. Hinten habe ich ja auch nochmal so einen Aufdruck, dass sie auch vergleichen können. Okay, das gehört wirklich zusammen. Das ist da jetzt nicht irgendwie geschmuggelt. Mache ich jetzt einfach so. Ob man das muss, weiß ich nicht. Eine werde ich mir auch rausschneiden und die mir ins Handgepäck packen, damit ich während des Flugs einfach zwischendurch das nehmen kann, weil ich 16 Stunden unterwegs bin und dann kann man auch schon mal irgendwann eine Tablette nehmen, ne? Aber nein, dafür brauche ich wohl nichts. Man hatte mir gesagt, dass das bei Diabetes anders aussieht, für die Spritzen und alles, da bräuchte ich extra Bescheinigungen, hast du nicht gesehen, aber bei dem Medikament ist es unbedarf und ich kann es halt auch ins Handgepäck mitnehmen, das ist gut. Großteil Koffer, Minimenge Handgepäck. Dann habe ich eigentlich nur noch rezeptfreie Medikamente. Einmal hier für mein Wohlbefinden generell, Laktase-Tabletten. Ich bin ja ein bisschen laktoseintolerant, da ist es ganz gut, wenn ich was dabei habe. Ja, die haben da hinten Sojaprodukte, aber auch eben richtige Milchprodukte. Und da hinten ist die Milch anders als hier. Ich weiß nicht, ob ich die dann besser vertrage. Deswegen sicher ist sicher, so ein Pillchen und ich bin glücklich. Das kommt in den Koffer. Und kein Medikament, da brauche ich mir auch keine Sorge machen. Reiner Zucker, Dextro Energy, das nehme ich nämlich mit, nicht um mich wach zu halten oder aktiv. Das hilft mir bei meiner Fructoseintoleranz. Damit hebe ich nämlich meinen Glukosewert so ein bisschen an. Und weil die da hinten so kleine Gemüsefetischisten sind und ich wahrscheinlich auch nicht drum herum komme, sehr viel Gemüse zu essen, hilft mir das, weil sonst Montezumas Rache nicht gut. Dann könnte ich da theoretisch auch Vaprino nehmen. Das ist ein Mittel gegen Durchfall. Hier habe ich mich einfach mal so ein bisschen von meiner Apothekerin informieren lassen, weil ich keine Ahnung hatte, was soll ich denn eigentlich mitnehmen. Und dann hat sie gesagt, hier, etwas gegen Durchfall wäre nicht verkehrt. Ja, vor allem, wenn ich halt so viel Scheiße fresse und es eh rauskommt. Etwas gegen Verstopfung. Ich habe eigentlich mit Verstopfung keine Probleme, aber hey, safety first. Ich habe keinen Bock, da hinten Scheiße zu haben. Paracetamol kann man immer gebrauchen, gegen Kopfschmerzen. Ja, yes. Vor allem, ich glaube, das ganze Hin und Her könnte mich schon irgendwie auch im Körper schlagen. Könnte schon mal sein, dass ich ein Tablettchen brauche. Weil das auch sowieso mein Zeitraum ist, wo ich meine Tage bekomme und übelst Unterleibsschmerzen habe, nehme ich Buscopan mit. Das soll es ein bisschen entkräftigen. Ich habe da einfach echt Probleme mit. Und gegen Grippe nehme ich einmal Kapustat und Antigrippin mit. Ja, und wenn ich merke, hinten im Hals wird es ein bisschen, die Tum wächst, schwillt es sich an, habe ich noch Anginetten. Allerdings muss ich hier schauen, da ist Honig drin, ist das okay oder nicht, weil ich meine, wenn man nach Deutschland etwas einführt, was Honig enthält, gibt es ein paar Schwierigkeiten. Deswegen muss ich wirklich noch nachschauen, ob das okay ist für Japan oder nicht, weil ich auch einen Primer habe, wo Honig drin ist, aber ich denke mir auch wiederum, naja komm, ganz ehrlich, das ist einfach eine fucking Make-up, da soll man sich nicht so anpissen, aber hey. Bevor ich da irgendwie Probleme bekomme, schaue ich lieber nach und lasse die Sachen hier. Was ich noch nicht habe, das bekomme ich von meiner Schwester, ist etwas gegen Ohrendruck. Ja, dann bin ich eigentlich reisetechnisch mit meiner Apotheke voll. Mehr brauche ich auch nicht. Wovon ich abraten kann, beziehungsweise aufmerksam machen kann, weil das wohl schon öfters so kam und auch gerne mal auf solchen Seiten erwähnt wird, Vorsicht beim Nasenspray. Das ist in der Regel nicht erlaubt. Ich glaube, außer es ist auch so eine Meerwasserbasis, weil da Inhaltsstoffe drin sind, die man zum der Zubereitung von Meth super nutzen kann. Man sagt ja auch, die machen abhängig diese Sprays. Da sollte man dann aufpassen. Ich brauche es nicht. Ich habe große Nasenlöcher, ich habe eine große Nase, da kommt gut Luft durch. Ich brauchte noch nie was. Ja, ansonsten bin ich, was das angeht, gut aufgestellt, habe alles und sollte da hinten doch krank werden, was mir immer hilft, je nach Krankheit, ist einfach mal richtig guten Orangensaft und etwas Scharfes, wie Chili, damit einfach die ganze Rotze rauskommt. Dann bin ich aber auch safe. Ich hoffe, dass ich natürlich nicht krank im Bett rumliegen werde. Durchfall wäre echt scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich denke,
mit dem Berg, den ich da habe, sollte ich einigermaßen klarkommen. Ne? Ansonsten muss ich mal in der japanischen Apotheke aufsuchen, mal gucken, wie das dann da aussieht. Vor allem, ob das Verkäufer mich versteht und ob ich dann auch irgendwie als Gaijin da so irgendwie an Medikamente komme. Keine Ahnung. So, das wäre es dann auch quasi von in diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß und sayonara.